Jetzt hat sich mal ein Buch von mir gewünscht. Er wollte eine Geschichte, dass er eine Geschichte schreiben, es sollte heißen Peter in der Schule. Und das habe ich getan. Es war einmal ein seltsamer kleiner Bub, der hieß Peter. Und der machte alle Leute wahnsinnig mit seiner Frage. Als er in die Schule kommen sollte, fragt er, warum muss ich in die Schule gehen? Ja, damit du lesen und schreiben und rechnen lernst, sagte die Mutter. Ja, kannst du das lernen? Na, natürlich kann ich lesen und schreiben und rechnen. Na, warum zeigst du mir nicht einfach, wie das geht? Ja, das geht nicht. Lesen und schreiben und rechnen, das lernt man in der Schule. Und Zähne putzen, um Schuhe zu binden und den Boxer wischen. Ja, das lernt man zu Hause. Warum? So, jetzt ist Schluss mit der Fragerei, sagte die Mutter. Jetzt ist Schlafenszeit, ja? Als die Lehrerin ein A an die Tafel malte und sagte, das ist das A. Da sagte der Peter nur, warum? Geh, Peter, was heißt das denn nicht, warum? Naja, warum ist das ein A? Schau, das ist ein Buchstabe. Und mit verschiedenen Buchstaben kann man verschiedene Wörter schreiben. Und jeder Buchstabe hat einen anderen Namen. Und das hier ist eben der Buchstabe A. Ja, aber warum? Schau, Peter, du hältst uns alle auf. Schreib jetzt das eine, ja? Als die Kinder alle Buchstaben gelernt hatten, fragte er Peter, und wie schreibt man das da? Was meinst du, Peter? Na, das da. Ja, danke für die Summe. Dankeschön. Ja, dafür gibt es keine Buchstaben. Na, warum denn nicht? Weil es doch keine Wörter gibt mit so einem Zungenschnalzer. So, sagt der Peter. Na, was ist, wenn ich meinen Hund rufe? Meinen Hund rufe ich immer so. Peter, wir müssen jetzt weiterarbeiten, sonst werden wir nicht fertig, ja? Als die Kinder lernten, dass 2 und 2 4 ist, da sagte der Peter nur, warum? Peter, was meinst du schon wieder mit warum? Naja, warum ist 2 und 2 4? Schau bitte. Hier sind 2 Stäbchen, ja? Und wenn ich noch 2 Stäbchen dazu nehme und nachzähle, dann sehe ich, dass es 4 sind. Das siehst du doch, Peter, oder? Ja, bitte, Peter, ja. Ich sehe, dass es 4 sind. Na also, Peter. Ja, aber ich will doch wissen, warum es 4 sind. Und so war das einfach immer mit dem Peter. Wenn von den Fischen die Rede war, fragt er, warum leben die Menschen nicht auch im Wasser? Weil sie ertrinken würden. Und warum würden sie ertrinken? Ja, weil sie im Wasser nicht atmen können. Na, und warum können sie im Wasser nicht atmen? Weil sie keine Kiemen haben, wie die Fische. Jetzt hätte der Peter doch Ruhe gehen können. Ne? Jetzt hätte er sich doch denken können, dass er für heute mal genug erfahren hat. Hätte er doch aufhören können, sich zu mit den Fragen. Nein, er konnte es nicht lassen, es juckt ihn einfach. Er musste weiterfragen. Und warum haben die Menschen keine Kiemen? Da findet ihr das in Ordnung. Muss man immer so lange weiterfragen, bis es keine Antwort mehr gibt. Das ist doch lästig. Damit verjagt man doch nur die Leute. Und dann, überleg dir mal, na jetzt im Ernst, überleg dir mal, wenn der Peter, wenn der rechtzeitig aufgehört hätte zu fragen, dann wüsste er jetzt, warum die Menschen nicht im Wasser leben. Weil sie keine Kiemen haben. Aber weil er weiter gefragt hat, weiß es wieder nicht. Also Leute, wenn ihr wissen wollt, warum etwas so ist, wie es ist, hört rechtzeitig zu fragen. Hat da jetzt jemand warum gesagt? Ich kann euch sagen warum. Ich habe mir eine Liste gemacht. Eine Liste mit Fragen, die man lieber nicht stellen sollte.
werde sie öffnen. Erste Frage auf meiner Liste, Frage, die man immer nicht stellen soll. Warum ist Wasser nass? Ja, warum ist Wasser nass? Jeder kennt Wasser. Weil es flüssig ist. Bitte? Weil es flüssig ist. Weil es flüssig ist. Aha. Das ist ein anderes Wort für nass. Man sagt dann, man ersetzt das eine Wort durch ein anderes Wort und hat eine Antwort. Warum ist das nass? Wir werden sicher. Wer weiß, was noch ist. Da gibt es keine Antwort. Ich sage ja. Das sind die Antworten, die man gibt. Na, weil es flüssig ist. Dann wäre es mir doch lieber, ich hätte mir nicht erst gesagt. Oder eine Frage, auf die man auch oft blöde Antworten kriegt. Warum gibt es Männer und Frauen? Ja. Nein, nicht wozu. Wozu, das ist mir hell, aber. Warum braucht man zwei verschiedene, um ein Baby zu machen? Kennt ihr die Stabheuschrecke? Stabheuschrecke ist bekannt, ja? Ist ein Insekt, ist verwandt mit unseren Heuschrecken, schaut aber anders aus, hat nicht aus wie so ein Heupferdchen, sondern wie ein kleines Passwort, ne? Ja? Na super. Dann brauche ich nicht weiter erzählen, aber wisst ihr, dass es von den Stabheuschrecken, das sind dann nur Weibchen, gibt? Die haben keine Männchen. Die legen Eier aus den Stüpfen Weibchen, die legen Eier aus den Stüpfen Weibchen, die legen Eier aus den Stüpfen Weibchen. Die brauchen keine Männchen, das geht auch so. Keine Ahnung. Ihr spart sich eine Menge, ne? Die kennen. Die kennen keine Liebe, die kennen die den Feuchten heiraten, die kennen keine Scheidung. Vielleicht entgeht ihnen ja auch was. Ne? Das ist es. Warum geht es bei den Morden, bei den Stabheuschrecken und bei den Menschen nicht? Es gibt auch ein paar Eidechsenarten, ne? Die auch keine Männchen haben. Und bei denen geht es, warum geht es bei den Menschen nicht? Ja, viel ist ihnen einfacher. Ne? Oder warum gibt es nicht drei verschiedene Sorten Menschen? Könnte ja auch sein, dass man immer drei braucht, um ein Baby zu machen. Ein Mandel und ein Weibel und ein Hohl. Gut, ich meine, die Liebesgeschichten wären das sehr kompliziert, wenn man sich das vorstellt, mit Romeo und Julia und Bobby. Ne? Bis die sich gefunden haben, bis die zusammenkommen. Also sind wir froh, dass es nur zwei Geschlechter gibt. Das schon viele Kinder. Oder eine andere Frage. Habt ihr das schon einmal überlegt? Warum kriegt man eigentlich was für Geld? Ich meine, ist doch nur ein Stück Papier. Ne? Warum kriegt man was?